Vorhin aufgehört haben mit V-Anträgen. Wir sind bald soweit, dass ihr verdienten Feierabend haben werdet. V04 wollte Georg das kurz vorstellen, habe ich vorhin erwähnt. Dieser Antrag hat die Überschrift klimaschädliche Investitionen beenden und fossile Energiewirtschaft die Kohle entziehen. Berlin, Divest Now. Georg, du hast das Wort. So. Jetzt ist es spät, jetzt muss ich noch was von der Klimakrise erzählen, aber ich verspreche euch, es wird konkret. Aber erstmal vorneweg, wir haben vom Weltklimarat gelernt, 2/3 der fossilen Ressourcen müssen unter der Erde bleiben. Das klingt erstmal nach einer machbaren Sache, aber die großen fossilen Konzerne, ExxonMobil und Co., die haben diese ganzen Reserven schon in ihren Werten eingepreist. Und wenn wir jetzt konsequenten Klimaschutz machen, würden wir diesen Konzern das Genick brechen. Nun, ich habe da nicht so viel Sympathie für die, mir ist es eigentlich egal. Das Problem ist, dass unsere Volkswirtschaften ganz schön eng verwoben sind mit diesen Konzernen. Und deshalb gibt es jetzt eine Bewegung, die sogenannte Divestment-Bewegung, die sagt, lass uns das Geld aus diesen Konzernen abziehen, bevor es dort zu einer Blasenbildung kommt und die platzt. Das ist das sogenannte Geld rausziehen, das Divestment. Das ist zum einen wirtschaftspolitisch richtig, weil es dem Vorsorgeprinzip etwas Urgrünen folgt. Es ist aber auch moralisch richtig. Ich meine, wir wollen alle nicht unsere Sparkonten bei irgendwelchen Banken haben, die in Rumänien Atomkraftwerke bauen. Und ich will meine Rente auch nicht bei einer Versicherung haben, die irgendwo in Indien Kohlekraftwerke baut. Also Divestment ist was richtig Grünes. Divestment ist Klimaschutz. Ja. Kommen wir eine Ebene runter. Die Städte. 80% der globalen CO2-Emissionen werden in Städten verursacht. Und deshalb finde ich, müssten Städte bei dieser Divestment-Bewegung mitmachen. Kirchen, Stiftungen, Unis, die machen alle schon mit. Und so bei so ein paar Städten regt sich das. San Francisco, London, in Deutschland als erste Stadt auf Antrag der Grünen, immerhin Münster, schließt sich dieser Bewegung an. Wo ist Berlin? Berlin ist immer eine Hauptstadt und will Klimahauptstadt sein. Nun, wenn man einen Blick wirft in die Finanzen von Berlin, sieht man die sogenannten Versorgungsrücklagen. Und für diese Versorgungsrücklagen wurde 2008 eine Anlagerichtlinie zusammen mit der Deutschen Bundesbank erarbeitet. Und wenn man da reinguckt, dann sieht es da ziemlich aus, so wie unsere Regierung hier ungefähr, ziemlich Steinzeit. Da sind ökosoziale Anlagen zwar geduldet, aber sie sollen bitte die gleichen Profite abwerfen wie vergleichbare fossile oder sonstige Anlagen. Das geht so nicht. Berlin hat ungefähr 60 Millionen Euro in Aktien, das ist nicht viel. Und davon kann man Pi mal Daumen rechnen, sind 10% bei Konzernen wie RWE, E.ON und Co. Das ist nicht viel, aber ich denke, Berlin sollte trotzdem hier raus aus der Steinzeit. Und 2016 sollten wir hoffentlich als einer der ersten Punkte uns diese Anlagerichtlinien vornehmen. Jetzt habe ich schon gehört von einigen Menschen, das sind doch Peanuts, da steht doch der Aufwand nicht irgendwie im Verhältnis zum Klimanutzen. Aber liebe Freundinnen und Freunde, die Energiewende ist nun mal kleinteilig. Und es ist auch eine Frage der Konsequenz. Und wer, wenn nicht wir, wollen konsequenten Klimaschutz? Was soll ich denn bei mir zu Hause in Neukölln dem Bezirksbürgermeister erzählen, wenn er keinen Bock auf Klimaschutz hat? Was soll ich, oder der neuen Bezirksbürgermeisterin, was soll ich denn den Leuten erzählen? Was sollen wir den Staats- und Regierungschefs, die hier dauernd eingeflogen werden, was von Energiewende und Klimaschutz erzählen, wenn wir nicht mehr vor der eigenen Haustür kehren können? Gerade im Jahr der Pariser Klimakonferenz. Paris hat übrigens auch auf Antrag der Grünen diese Woche beschlossen, dass sie Divestment machen wollen. Gerade in diesem Jahr sollten wir auch in Berlin dieses Zeichen setzen. Ich denke mir, was Münster kann, das kann Berlin schon lange. Deshalb stimmt dem Antrag bitte zu. So. Vielen Dank, Georg. Gibt es eine Gegenrede, Kontrarede? Sehe ich nicht. Gibt es eine zweite Pro-Rede? Auch nicht. Ich möchte jetzt diesen Antrag zur Abstimmung stellen. Wer gibt seine oder ihre Stimme diesem Antrag? Bitte um die Hand. Ja, danke. Die Gegenstimmen? Sehe ich keine. Enthaltungen? Gibt es auch keine. Vielen Dank, dieser Antrag ist damit angenommen. Wir machen